Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute, ihr habt es im Titel schon gesehen, mache ich die Rani-Questline für euch. Also von Anfang an, ich habe gerade einen neuen Charakter erstellt, bis zum letzten, also bis zum Ending. Und da fangen wir direkt hier ganz am Anfang an. Ihr kommt hier raus und das Erste, was ihr machen müsst, ist erstmal euer Pferd bekommen. Spektral Rosspfeife erhalten. Es ist auch direkt dunkel, also Nacht, und das ist auch wichtig, weil nur bei Nacht trefft ihr Rani das erste Mal. Das ist übrigens komplett optional, das müsst ihr gar nicht machen, aber es ist halt wichtig, damit ihr die Glocke bekommt. Und dafür gehen wir zurück zur Kirche von Elle. Wie gesagt, ihr müsst euer Pferd haben, es muss Nacht sein. Und dann findet ihr dort Rani. Ja, dann sagt ihr, dass ihr das Ross hervorrufen könnt. Und dann kriegt ihr einmal die Glocke und auch direkt eine richtig geile Asche. So, und jetzt seht ihr Rani erstmal ganz lange nicht mehr. Leider. Weg ist sie. Sie ist in ihrem Glockenturm. Und ich würde sagen, da gehen wir mal als nächstes hin. So, Leute. Ich bin endlich angekommen. Bei Ranis Tower hier chillt immer ein Drache vor, den könnt ihr einfach ignorieren, den müsst ihr nicht unbedingt besiegen, der gibt auch nichts. Der haut, nachdem ihr die Hälfte des Lebens abgezogen habt, eh ab. Deswegen könnt ihr auch einfach, ihr könnt den echt ignorieren, das bringt gar nichts, den zu besiegen, das kostet euch nur Zeit. Jetzt sind wir hier bei Ranis Turm ganz oben und da ist auch wieder Rani. Und jetzt müsst ihr, ist ganz wichtig, Rani der Hexe dienen. Also, Ranis Questline, wenn ihr euch das vorstellt wie eine Autobahn, da gibt es so 10 verschiedene Ausfahrten. Also, ihr könnt die Quest von Rogier machen, ihr könnt die Luvis Quest machen, ihr könnt 1000 Sachen machen, die mit Rani zu tun haben. Ich zeige euch einfach nur die Main Quest. Ich glaube, die Luvis Quest habe ich euch auch schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und die Rogier-Quest ist halt nicht so spannend. Deswegen heute nur Rani-Quest und jetzt sagen wir hier Rani der Hexe dienen. So, jetzt gibt es diesen Blade. Das ist dieser Wolf. Den habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Und mit dem müssen jetzt, also wir müssen alle ihre Vasallen, Seluvis, Iji und Blade einmal ansprechen, weil aktuell kann ich nirgendwo hinreisen. Ich bin hier gefangen. Denn ist übrigens immer noch der Drache. Und erst wenn ich mit allen gesprochen habe, kann ich hier wegreisen. Und sobald ihr mit allen gesprochen habt, einmal mit dem hier, mit Iji, einmal mit Blade, der euch sagt, dass er jetzt in den Nebelwald geht, zu Zofria, zu dem Brunnen. Und ihr müsst einmal mit Seluvis sprechen, der Rania verraten will, ne? So, und wenn ihr mit allen gesprochen habt, dann müsst ihr wieder zurück zu Rani und einmal mit ihr sprechen, weil ihr kommt hier halt sonst nicht weg. Wenn ihr jetzt mit Rani nochmal sprecht, dann sagt ihr, dass sie bald schlafen wird und sie viel von euch erwartet. Und jetzt könnt ihr wieder wegreisen. Und jetzt müssen wir Radahn besiegen. Radahn müssen wir jetzt besiegen, damit wir nach Nokron kommen. Da geht dann die Questline von Rani weiter. Was ich bisher gemacht habe, ist einmal, ich habe Godric besiegt, Ranella habe ich einfach gelassen und jetzt geht's ab zu Radahn. Damit wir Radahn erstmal überhaupt besiegen können, muss man aufs Altus-Plateau kommen. Erstmal. So weiß das Spiel, man ist weit genug, dass man ihn bekämpfen kann. Dafür nehme ich einfach die Abkürzung mit der Eisernen Jungfrau, dass ich direkt ins Altos-Plateau komme und dann werde ich Radahn besiegen. Also sehen wir uns gleich bei Radahn. Als ich das erste Mal gegen Radahn gekämpft habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wie kann man den besiegen? Das ist unmöglich. Es war für mich der stärkste Boss im ganzen Spiel. Mit Abstand. Und jetzt muss ich sagen, ist das einfach eine Pfeife. Die haben es so einfach gemacht, dass man hier tausend Leute rufen kann. Das ist viel zu einfach.
Es könnte so ein geiler Bossfight sein, aber nein, man kann ja einfach 5000 Leute holen. Das macht für mich den ganzen Bossfight irgendwie kaputt. Und was jetzt passiert, ist halt, dass ein Stern in den Nebelwald oder ein Komet in den Nebelwald einschlägt und macht einen Zugang zu Nokron, wo wir hin müssen, um das Schwert für oder von Rani zu holen. Wer es nicht weiß, hier ist Ruin von Nebelwald und hier müssen wir auch hin. Und ich laufe von hier aus den Weg entlang. Im Nebelwald gibt es dann hier so eine so ein Parcours nach unten. Den müsst ihr einmal runter. Den Weg habe ich euch schon mal gezeigt in einem anderen Video. Deswegen würde ich sagen, skippen wir jetzt einmal durch, bis ich da bin. Jetzt kommt hier eine Mimik als Gegner. Und ich habe keine Waffe ausgerüstet. Jetzt bin ich mal gespannt. Der dürfte jetzt keine Waffe haben. Was will er machen? Oh, oh. Das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist ja witzig. Ja, komm. So. Fingertöterklinge. Endlich. So, jetzt geht's zurück zu Rani. Oh Mann, ey. Das hat ganz lange gedauert. Umgekehrte karianische Statue. Sehr gut. Jetzt müssen wir in diesen Turm hier. Karianischen Lehrsaal. So. Wenn ihr dann im Karianischen Lehrsaal angekommen seid, dann könnt ihr hier das Podest untersuchen und die Statue draufstellen. Wenn ihr das macht, dann dreht sich einmal der ganze Bereich. Ihr könnt ihr natürlich auch einmal durchgehen, bevor ihr die Statue platziert. Einmal nach. So, hier ist jetzt irgendein so ein Curse Mark. Ein. Genau, Fluchmal des Todes. Wenn ihr das jetzt hier gemacht habt, dann wird sich von den drei Türmen, es gibt der Ranis Turm, Seluvis Turm und Renners Turm, bei Renners Turm das Siegel lösen. Und wir können dann in Renners Turm rein. Dort. Ah, ich zeige es euch. Was soll ich euch erzählen, wenn ich es euch einfach zeigen kann? Wir gehen einmal zu Renners Turm. So, hier ist Renners Turm. Dann kann man hier die Leiter hoch. Findet man hier eine Kiste und in der Kiste ist das Set von Rani. Und hier oben gibt es einen Teleporter, der euch zur Einsel führt und dort geht dann auch direkt die Rani-Questline weiter. Muss jetzt hier die an der Gnade da vorne rasten. Ah, da ist schon. Winzige Rani. Kriegt halt so eine Puppe von Rani. Und wenn ihr jetzt hier rastet, könnt ihr mit der sprechen. So, einmal rasten. Und jetzt könnt ihr hier mit winziger Rani sprechen. Ihr müsst das mehrmals machen. Jetzt müssen wir, oh, müssen richtig weit laufen, Leute. Da unten müssen wir hin. Hier ist jetzt ein Lift, hoffe ich. Lift, Lift, Lift. Ja, hier ist ein Lift. Den muss man nehmen. Er geht da nach unten. Und jetzt sind wir hier unten, wo ich eben runtergeguckt habe. Moin, Nebi, danke für den Lurk. Sehr lieb von dir.
Hier lang. Und jetzt kommt gleich eine Invasion. Ach nee, nicht die Viecher, bitte nicht. Okay, wenigstens sind die One-Hit. Wenn ich sie treffen würde. Oh, weg, weg, weg. Waren es nur drei? Ich glaube, es waren nur drei. Lohnt sich's wenigstens? Zwei Schmiedesteine. Wow. So, da vorne ist er. Ist er das? Ja, unheilvoller Schatten, das ist er. Das ist Blade oder so, ne? Scheiße. Ich mal, ob ich den so wegkrieg. So. Die Waffe ist einfach viel zu krass. So, weggeworfener Palastschlüssel. Perfekt. Soweit, so gut. Mit dem Schlüssel kriegt ihr die Truhe auf bei Ranella in Raya Lucaria. Das zeige ich euch gleich. Hier müssen wir später weiter. Jetzt gehen, müssen wir erst einmal zurück zu Ranella, wie ich gerade sagte. Und die Truhe aufmachen, weil in der Truhe ist der Ring, boah, der Talisman, den man braucht, damit das hier weitergeht. So, Dunkelmondring. So, jetzt wünsche ich allen ganz viel Spaß, weil jetzt müsst ihr durch diesen scheiß Fäulnissee. Nehmt euch auf jeden Fall bewahrende Boli mit, damit ihr die Fäulnis wegmachen könnt. Fäulnis ist das Schlimmste für mich im ganzen Game. Und dann einmal durch hier lang, hier runter, bis dahin. Ja, dann laufen wir mal, ne? Es gibt hier überall so kleine Plattformen, die ihr hochmachen könnt. Die helfen aber auch nur bedingt, um ehrlich zu sein. Da hinten ist noch ein Boss, der in der Suppe liegt. Und wenn ihr den besiegt, gibt es nochmal eine Waffe, die das Drachenschuppen, die Drachenschuppenklinge oder sowas. Oder so ähnlich. Wenn ich mich richtig erinnere. Habe ich die Schaderfäule schon abbekommen? Es zieht so viel ab, ist so krass. Vor allem das hier hat gar nichts gebracht, oder? Bin ich doof. Na, scheiße, das war schon kacke. Dann kann ich aber direkt durchlaufen. Ist da überhaupt eine Plattform nochmal? Nö, auch das hat sich ja gelohnt. Dann laufe ich jetzt einfach so da durch. Let's go. Hier ist noch meine Platte. Perfekt. Das hilft gar nicht. Hilft ja null. Scheiße. Okay, lauf mal durch. Pferd kann man auch nicht rufen. Also versucht euch einfach hochzuheilen, wenn ihr hier durchrennt. Kann sich halt auch nicht umgucken, das mag ich halt auch gar nicht. Ich gucke mich gerne mal um, zu sehen, was es so gibt. Da geht's auch rein. Da war ich ehrlich gesagt noch nie. So, den Weg darüber werde ich wohl schaffen, ohne wieder vergiftet zu werden, ne? Verfault. Ja, war schon knapp.
mehr das Item. Ah, guck mal, ihr würdet ihr sogar so eine Boli bekommen. Ist hier noch einmal rüber. Vorne ist schon eine Gnade. Also bis auf Astell, den man später besiegen muss, sind die Bosse halt für den Rani, für die Rani-Quest auch echt nicht schwer. Also eben gezeigt, Radan ist echt ein Witz mittlerweile. Ich überlege, was ich da geschwitzt habe. Radan, ne? Kann ja nix. So, hier könnt ihr die ganzen Gegner killen. Ich laufe da natürlich lieber dran vorbei. Wenn ihr nicht gehört werden wollt, ich empfehle euch Rüstung der schwarzen Klinge. Werdet ihr nicht gehört? Könnt einfach dran vorbeirennen. Die Items würde ich an eurer Stelle nicht aufsammeln, weil dann seid ihr zu 99% im Arsch. Oh. Hä, hier muss ich nicht lang, hier ist noch ein Item. Okay, was ist hier für ein Item? Skorpionsstachel. Weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal hatte. Lass mich doch bitte in Ruhe. Doch nichts mit euch am Hut. Ach, man muss hier rechts. Okay. Also da oben gibt es den Skorpionstachel, aber zu Astell geht's hier lang. Hier längs. Kann sein, dass man in den... muss man hier rein? Ja, man muss in den Sarg. Und jetzt ist man nämlich in einem neuen Gebiet. Hier. Und hier kommt dann Astell. Und hier ist Rani. Chillig, oder? Ich müsste hier nicht auch noch eine Gnade sein, eigentlich, irgendwo? Hallo? Keine Gnade. Ist auch egal, aber eine Gnade wäre natürlich chillig. Zumal ich gar nichts mehr zum Heilen habe. Naja. So, viel Spaß mit Astell, sag ich da nur. Oha. So, let's go, Astell, kannst du. Okay, okay. Aber wie viel Schaden habe ich denn bitte gerade gemacht? Das ist ja geistesgestört. Geisteskrank. Mimik, bitte einmal angreifen. So, das war Astell. Echo der Ausgeburt. So, und dann geht da vorne wieder ein Weg frei. Beziehungsweise da ist ein Weg. Und um den Weg, um da durchzukommen, müsst ihr nämlich den Ring, den wir gerade eingesammelt haben bei Randella, anziehen. Und dann geht's schon weiter zu Rani, die dann da vorne liegen sollte. Deswegen kann man jetzt im Prinzip schon, oder ich zeige es euch dann, wie die Barriere verschwindet. Dann ziehe ich den Ring an. Mal hier hoch. Ich glaube, ich erzähle jetzt keinen Unsinn. Ich sehe nämlich gerade keine Barriere. Eigentlich soll die eine Barriere sein. Ach, hier geht erst nochmal sowas, okay. Ach ja, okay. Erst nochmal ein Lift. Wo bringt er uns hin?
Mondlichtaltar, okay, ich bin ganz falsch gewesen. Ich glaube, ich war schon ein paar Schritte zu weit. Es ist hier erstmal der Mondlichtaltar. Und da müssen wir hier zur Kathedrale von Manus Celis. So wird ein Schuh draus. So war das, genau. Ich habe die Questline halt auch nur ganz am Anfang einmal gemacht für die Platin. Seitdem habe ich die Questline halt nicht mehr gemacht, weil ich es einfach nicht brauchte. Da ich einfach keinen Bock drauf hatte, um ehrlich zu sein. Hier ist wieder der Schimmersteindrache, den können wir einfach ignorieren. Wer Sternenlichtsplitter brauchte, hier gibt es ganz viele. Könnt ihr hier die ganzen Sternenlichtsplitter einsammeln, das ist wichtig. Es müssten 10 Stück sein. Das sind sehr seltene Gegenstände. Die solltet ihr auch nicht einfach so verbrauchen. Damit kann man nämlich sehr, sehr gute Sachen kaufen. Unter anderem Aschen. Wer dazu ein bisschen mehr wissen will, kann gerne mal meine Videos zur Dung-Eater-Asche anschauen. So, und dann gibt es hier nämlich ein Loch und hier müssen wir runter. Und da sitzt Rani. Und ihr müsst. Ah, so war das. Ihr müsst mir einen Ring anstecken. So, und die Cutscene gucken wir uns mal an. Genau, Skoppel. Nochmal Puppen shoppen. Ich weiß gar nicht, ob Seluvis jetzt noch da ist, weil ich bin so durchgerusht. Ich musste ein komplett neues Game starten. So, Rani geht weg und dann bekommt ihr das Dunkelmond-Großschwert, let's go. Und das war die Questline von Rani tatsächlich. Für mich Rohschnitt, Rohaufnahmezeit 2 Stunden 30 mit allen Wegen laufen. Aber ich habe ein komplett neues Game gestartet, also.